Mal gucken, Alter. Einfach machen, einfach machen. Meinst du? Ja. Okay, dann go. Stopp! So, Grasi Bro, erklär mir sofort, was das gestern mit den Slip and Slides soll. Ey, du hast komplett die Slip and Slides zerstört, Mann. Ich habe 3 Stück gekauft und du hast 2 Stück davon kaputt gemacht. Warum? Trotzdem, einfach unnötig. Ich kaufe die und du machst die kaputt. Richtig, richtig uncool von dir. Ich hoffe, du weißt das auch. Ja, richtig, genau. Richtig, richtig uncool. Und warum gehe ich überhaupt ohne Schuhe raus? Auf Rasen, hä? Zieh dir doch mal vernünftige Schuhe an, Henry, was soll das? Alter, und eigentlich wollten wir die Slip and Slides schon auspacken, aber 2 sind ja kaputt. Deswegen danke nochmal, Grasi Bro. Mega korrekt von dir. Aber das Wetter ist jetzt ja auch nicht gerade mega berauschend. Guckt euch die fetten Wolken an. Ich hasse Deutschland dafür, dass das Wetter so ist, ey. Bevor es in die Trampolinhalle geht, geht es natürlich immer erstmal zu McDonald's. Und da wird sich ein Mango-Ananas-Smoothie gegönnt. So wie jeden Tag. Deshalb gönnen wir uns jetzt erstmal, oder? Richtig Bock. Richtig Bock. Falls ihr noch keinen Mango-Ananas-Smoothie probiert habt, macht es auf jeden Fall mal. Die schmecken komplett geil. So einmal Geheimteil. Nein, ey. Die zeigen wir lieber nicht. Das ist vielleicht nicht so gut. Ich zeige euch mal, wie easy ich den Mango-Ananas-Smoothie herzaubern kann. Deswegen passen wir auf. Boah, hier ist der Smoothie. Ich denke mal, ihr könnt es sehen, oder? Nicht? Hä? Was? Wir gönnen uns jetzt erstmal einen Smoothie und dann würde ich sagen, fahren wir auch direkt weiter. Wir haben eine kleine Fahrt vor uns, denn es dauert immer ein bisschen, bis man in der Trampolinhalle ist. Das Wetter ist richtig geil. Damit ich euch gar nicht zu lange aufhalte, let's go! Boah, so Freunde, wir sind jetzt angekommen bei der Jump XL, aber ich würde sagen, wir wollen rein und nicht hier draußen chillen, deswegen ab rein da! Yo Leute, was geht ab zum neuen Daily Vlog? Jeden Tag sind wir auf meinem Channel, 13 Uhr pünktlich und es ist ein neues Video online, so wie jeden Tag, oder? Ha. Yo Leute, ihr kennt's, oder? Ha, ihr kennt's. Und heute drehen wir eine richtig nice Pause-Challenge. Dafür habe ich eine Fernbedienung, pass mal auf. So, denn wir haben hier eine Fernbedienung. Jeder kennt eine normale Fernbedienung. Und wir machen heute die Pause-Challenge in der Trampolinhalle. Also geiler geht's eigentlich nicht. Ich glaube, das wird ein richtig heftiges Video. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und ich zeige euch das mal. Ich mache mal einfach mal Kiran und Pause. Er kann jetzt nicht stehen bleiben, deswegen wir sehen uns. So, hau rein. Ich denke, ihr habt es verstanden. Deswegen einmal weiter, bitte. Oh, danke, Alter. Was soll das? Genau. Und so läuft das den ganzen Tag ab. Wir machen hier mit Pause weiter und schneller. Und ihr kennt eine Pause-Challenge. Ich brauche es nicht erklären. Deswegen würde ich sagen, checkt über Instagram ab. Ist einmal unten eingeblendet. Drängt den Like-Button einmal hier. Und abonniert auf jeden Fall kostenfrei diesen Kanal. Und ihr habt verstanden. Wir legen los mit der Pause-Challenge. Ihr kennt es. Und ich hoffe, du hast auch Bock. Denn wir machen einfach mal Pause. Und genau so läuft das den ganzen Tag ab. Ich hoffe, du hast Bock drauf. Und weiter. Das war die unbequemste Position, die es gab, Mann. Glaube ich. Vor allem, hier sind keine Regeln, keine Grenzen gesetzt. Wir können immer Pause machen. Immer. Und Pause. Genau so läuft das. Und einmal weiter. So läuft das den ganzen Tag. Deswegen bleibt einfach dran, entspannt euch und los geht's. Leute, ich habe die Fernbedienung. Okay, 3, 2, 1 und Pause! Was? Was? Na, wie gefällt dir das, hä? Soll ich vielleicht mal ein bisschen federn so? Ja, okay, seien wir mal nicht so. Weiter! Alter, Digga! Du übertreibst komplett, ich bin fast gestorben! Ja, chill doch mal! Ey, im Backflip? Gib mir bloß die Kamera und die Fernbedienung her damit! Alter! Ey, im Backflip, du übertreibst komplett! Weißt du es eigentlich? Du hast gesagt, keine Grenzen, keine Regeln, also. Ja, okay, das habe ich ein bisschen selber eingebrockt. Dumme Idee von mir selber. Alter, wenn das mal gut geht. Mann! Wir gehen direkt mal zur Tumbling-Strecke. Und ihr habt ja gestern im Video wahrscheinlich gesehen, dass ich die Backflips immer mehr beherrsche. Falls ihr es aus irgendeinem Grund auch immer verpasst haben solltet, dann tut's mir leid. Guckt auf jeden Fall jeden Vlog von mir. Dann seid ihr immer am Start. Und warum ist die Musik hier so laut? Seid auf jeden Fall am Start. Ich zeige euch jetzt nochmal einen neuen Double Backflip. Ich krieg sie richtig, richtig gut hin. Nur Kiran ist weg. Yo! So, chill mal ganz kurz. Mach mal ganz kurz Pause, damit du mir zuhörst. Filmst jetzt bitte einen Double Backflip für mich? Denn die Zuschauer wollen den sehen. Ich hoffe, du verstehst das. Deshalb machen wir mal weiter. Das ist echt nicht cool, Digga, aber komm. Gib her. Easy. Oh. Alter, die sind doch sau safe. Vor allem auf dem großen Trampolin, wo ich die sonst eigentlich immer richtig... Relativ. Sorry. Gut mache, sag ich mal. Eingebildet. Sind die... Hey, hör auf. Da sind ja auch immer relativ, ich sag mal, ganz okay, ganz gut. Für meine Verhältnisse. Und das hier bounce gar nicht so dolle. Ich denke mal, die meisten wissen das. Darauf ist es aber doppelt so anstrengend. Huh. Zeig mal, was du kannst. Dann zieh mal durch. Aha. Aha. Junge, du ziehst richtig durch. Was? Alter. Junge, aber da war richtig gut, die Line. Ah, ich habe mir vor allem beim Hochspringen übertrieben mit den Fingern gegeneinander gekommen. Aua, okay, gut. Aber es geht ja noch. Leute, die Fernbedienung
Doppelte Geschwindigkeit. Was? Ja, schneller. Komm, 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 komm. Schneller, schneller, schneller. Nein, nein. Viel schneller, schneller. Los. Okay, stopp, stopp. Na, wie fühlt sich das an? Das ist geil, ne? Und aus. Okay. Seien wir mal nicht so, wir holen ihn mal wieder. Und an. Alter. Ich habe mich richtig vorbereitet. Ich dachte, es geht jetzt weiter. Oha. Oha. Das sieht anstrengend aus. Stopp. Okay, ist wirklich anstrengend. Okay, weiter. Ey. Mann. Aha. Okay, jetzt auf einmal die Wand. Da fällt mir direkt eine Idee ein. Aus. So, wir lassen ihn einfach mal hier liegen und werfen ihn mit Schaumstoff ab. Oh Mann, okay. Und wieder an. Was soll das, Mann? Oh, er geht weiter. Slow Motion. Oh, ja, okay, normal weiter. Alter, wie geil. Oh, komm, Alter. Letzte Challenge. Und stopp! Oh mein Gott! Ey, ich könnte das den ganzen Tag machen. Weiter! Komm, 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 komm! Doppelte Geschwindigkeit! Go, go! Wow, was? Ja, du hast geschafft. Ich kann nicht mehr. Dieser ganze Parcours war jetzt so anstrengend. Ihr könnt euch nicht vorstellen, vor allem die Stelle da hinten mit den Bällen hier, die war am anstrengendsten. Denk mal, ihr habt das gesehen. Ich mach mal ganz kurz Replay. Oha! Oha! Das sieht anstrengend aus. Stopp! Okay, ist wirklich anstrengend. Okay, weiter. Ihr habt es ja wahrscheinlich gesehen. Alter, es war so anstrengend. Könnt ihr euch vorstellen? Alter, du bringst mich noch oben. Weißt du das? Ist okay. So, Freunde, wir sind hier gerade oben auf diesem... Na, ich weiß nicht, was das sein soll, aber so ein Podest, wo ein Luftkissen ist. Und ich will jetzt probieren, einen doppelten Vorwärtssalto zu machen. Meinst du, ich pack das? Na, mal gucken. Also, ich glaube schon, aber es ist schon echt gefährlich. Vor allem hoch. Deswegen einfach... Ich glaube, ich probiere es einfach. Mal gucken, Alter. Einfach machen, einfach machen. Meinst du? Ja. Okay, dann go. Stopp! Ey, Junge! Vor allem, was er für Reaktionszeit hat, das ist übertrieben. Und weiter. Ey, ich hätte kopfüber landen können. Ey, stell dir mal vor, ich wäre kopfüber gelandet, Mann. Ja, chill, ey, alles gut. Willst du jetzt mal wirklich machen? Nein, jetzt lass ich's, weil du hast die Fernbedienung. Am Ende lege ich mich auf die Schnauze, das lass ich's. Kannst vergessen. Kannst selber machen, wenn du willst. Nee, nicht mehr. So, wir gehen gerade zu dem Schaumstoffbecken da vorne. Aber ey, Kieran, stopp. Und er kann jetzt schön Stopp machen, Hand machen wir unten, so, so. Das nutzen wir jetzt aus, die Fernbedienung legen wir mal an den Rand. Was? Oh, ich kann das die ganze Zeit machen, ist so geil, ne? Und ciao. Das hast du davon, wenn du dich mit mir anlegst, du weißt es doch. Tja, naja, ich würde sagen, wir machen ihn einfach mal aus und gehen dann schön springen. Und aus. Und wir gehen jetzt schön springen. Okay, nein, ich würde sagen, wir machen ihn einfach mal an, deswegen wieder an, bitte. Junge, was soll das? Ja, sorry. Aber wenn du dich mit mir anlegst, dann kriegst du es doppelt so viel zurück. Mal schauen, das werden wir sehen. Ja, das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Ja, wahrscheinlich. Brauch ich dich mir anlegen. Ja. Wir sind jetzt gerade bei der Tumbling-Strecke. Ich denke mal, ihr könnt sie sehen. Darauf rasten wir beide langsam auch richtig aus, weißt du das? Deshalb guck mal, wie ich hier mit Schrauben langsam vorankomme. Also natürlich im Salto. Ich denke mal, das ist verständlich und logisch, oder? Ja, doch. Deshalb passt auf jeden Fall mal auf und guck mal, wie rum ich die Schrauben mache, weil ich kann sie jetzt in beide Richtungen. Das ist eigentlich richtig cool, oder? Nein. Hä? Alter, hat man's gesehen? Ich denk schon. Man hat's komplett gesehen, das ist übertrieben. Ja, top. Denn ich hab's jetzt in beide Richtungen gelernt. Ich kann so rumschrauben. Also so rum und einmal so rum. Richtig cool. Zeig mal, was du kannst. Stopp! Die Fernbedienung ist alles. Nimm sie dir doch. Ha. Warum nimmst du die Fernbedienung nicht? Gönn sie dir. Tja, na, ich würde sagen, wir machen mal weiter. Alter, ich sag dir, ne, machst du es nochmal, wenn ich einen Flip das mache? Digga, du wirst dann richtig davon bestraft, weißt du was? Ist gruselig, ne? Es ist komplett gruselig, Mann. Habt ihr gesehen, wie ich gerade bestraft wurde? 3, 2, 1 und Pause. Ja, also chill mal ein bisschen, ich krieg's genauso wie du. Ja, ja. Richtig unfaires Spiel, ich habe das Gefühl, dass ich viel mehr bestraft werde. Als er da drüben, der Herr, na? Aha.
Aber es ist ja auch mein Video, ich muss mich so ein bisschen dran gewöhnen. Aber es ist auf jeden Fall richtig fies. So, wir sind jetzt wieder beim Eurotramp. Und ich finde einfach, dass das das geilste Trampolin ist, was es hier gibt. Wow. Und hier kann man einfach viel höher springen, finde ich jedenfalls. Und es ist viel geiler. Deswegen guck mal, wie hoch meine Saltos schon sind. Alter, ich kann nicht mehr. Kann nicht mehr. Diese Trampolinhalle, die killt mich. Puh, aber die Trampoline sind richtig geil. Boah. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr die Daily Vlogs aus der Trampolinhalle feiert, weil wir sind ja eigentlich jeden Tag hier, um ein bisschen Sport zu machen, weil Sport ist ja, ha, gesund. Und deswegen probiere ich eigentlich immer die Kamera mitzunehmen beim Sport und ey, I dropped my remote. Auf jeden Fall probiere ich immer die Kamera so ein bisschen mitzunehmen und ihr feiert das ja anscheinend auch oder schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, dann weiß ich auf jeden Fall besser. Aber ich bin ganz schön kaputt. Jedenfalls sind wir beide richtig kaputt, ja, oder? Ha, wir können nicht mehr. So, Freunde, wie sieht's aus?